So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon die Smaragd Edition. Ich lerne in der Schule und auf dem Heimweg lerne ich auch. Ja, und wir waren immer noch nicht in der Trainerschule, aber... Das passiert. Schulkind Kerstin. Irgendwie sah die von hinten aus wie eine Erwachsene, aber... Schulkind. Klare Sache. Schulkind kriegt Ruckzuckhieb. Aufs Maul. Ja, im letzten Part haben wir die Arena gemacht. In diesem Part suchen wir ein Mitglied von Team Aqua, was etwas von den Devon-Leuten gestohlen hat. Und was es ist, wissen wir nicht, glaube ich. Jedenfalls kann sein, dass ich es vergessen habe. Ich bin geschockt, ich habe verloren. Oh Gott, jetzt muss ich nachsitzen. Die sieht echt nicht aus wie gerade auf dem... Ja, doch. Warte, was? Also werde ich nie ein eleganter Trainer wie Felicia. Ja, dieser... Ach komm, ein Busch. Dieser gegen uns aus. Alter, alt aus. Ich kann nicht mehr reden. Ein wildes Ninkada erscheint. Das freut den Willi, weil der darf fliehen. Ja, Ninkada will ich nicht im Team. Allgemein bin ich jetzt gerade nicht so auf Käfer-Pokémon-Tour. Okay, ich will einen Doppelkampf. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über den Berg. Hey, Moment mal. Dies hier ist eine Sackgasse. Ich langweile mich zu Tode. Los, wir kämpfen. Aber es geht doch nach rechts weiter. Das ist doch keine Sackgasse. Okay, Google. Definition Sackgasse. Wanderer Lucius und Mark. Teenager Mark. Jawohl. Der gute Kleinstein. Scheiße, Gerd war verletzt. Da war was. Ja, dann greifen wir mal tief in den Beutel. Warum wollte ich jetzt eigentlich Doppelkampf? Ich wollte doch gerade gar nicht trainieren. Ich bin blöd. Immerhin kriegt Willi seine Gratisheilung. Mhm. Und... Ach, scheiße. Ah, fucking Paralyse. Warte, wenn ich jetzt was am Anfang des Kampfes einsetze, dann darf Gerd nicht agieren, oder? Doch! Okay, gut. Dann Tackle. Dann wird er wahrscheinlich selber paralysiert. Nee. Hätte ja sein können. Dünn. So, dann... Ah! Falsches Menü. Dann gibt's nochmal einen Ruckzuck-Hieb. Hatte der echt nur ein Pokémon, der andere? Ich dachte, die hätten mehr. Und er pennt einfach ein. Er pennt einfach ein. Gute Nacht, Gerd. Ach, der andere hatte noch einen. Okay, Lutwurzel. Gerd, Mann, voll das bedrohliche Pokémon, Mann, wir brauchen dich. Ja, Tackle. Nein, Mann, Gerd, wir hätten dich jetzt gebraucht. Zu unserem Erstaunen greift das gegnerische Pokémon das höherlevelige Pokémon von uns an. Was mindestens doppelt so hoch ist vom Level wie er, aber seine Sache. Verlieren erschöpft mich. Das hat Spaß gemacht, auch wenn ich verloren habe. Hier, dein Geld. Und gleich der nächste Bergsteiger-Fuzzi. Wir werden dich hart... Kannst du nicht zu einem Kind sagen, Mann. Doch nicht zu einem 10-jährigen Jungen, Mann. Das ist doch... Oh Gott. Kein Kommentar. Das nee. Nee, Mann. Absorber. Fühlt man sich gleich wieder frisch. Und Willi snackt sich die Erfahrungspunkte. Und da snacken wir seine Lebenspunkte. Yeah, level up. Eieiei, das war aber kein fairer Wettbewerb, Mann. Voll der Rotz. Ja, das ist okay.
Brüll, was ist hier los? Ich war dabei, einen Tunnel ohne Werkzeug zu graben, als so ein Idiot mich verjagt hat. Dieser Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren. Sie können einen Aufruhr veranstalten. Daher... Wenn die sensibel auf Lärm reagieren, warum machen die dann Lärm um... Daher arbeiten wir ohne schwere Maschinen an dem Tunnel. Ich befürchte, dieser Idiot wird irgendwas Dummes tun und die Pokémon in Aufruhr versetzen. Zerschneider haben wir nicht. Bist du ein Trainer? Oh, was mach ich nur? Peko und ich waren auf einem Spaziergang und kam mir so ein Schlägertyp, Mann. Der Schuck hat mir mein Liebling Peko geklaut, Mann. Oh, Peko. Jetzt ist die Frage, kommen wir in dem Tunnel weiter? Verbindet mir daraus zu dem Wiesenflur? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, da war nur dieser eine Gegner. Ja, genau. Der Peko geklaut hat. Und wir nehmen den Peko-Ball, Pokéball. Du da, du Schuft. Was, du willst gegen uns antreten? Na, dann hol dir eine Tracht Prügel. Die gehen erstmal einen Schritt nach hinten. Okay, Duell. Zück deine Pistole. Nein. Jetzt komm her. Man sollte sie alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesem Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, du forderst mich etwa raus. Was, du hast den Tunnel gegraben? Was? Als ob so ein Team Aqua-Fuzzi einen Tunnel gräbt. Und vor allem, hier ist keine Wasserstelle. Das ist doch euer Markenzeichen schlechthin. Ach, Kinder. Ach, Kinder. Tsch. Hier gibt's Sweet Absorber. So, das war dein tolles Pokémon. Toll. Setz doch Peko in Kampf ein. Ne? Und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse. Kannst du bitte nicht schreien? Ja, die Pokémon hier sind lärmempfindlich. Das ist aber nicht fair. Der Boss hat auch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Nein, du spielst mit Kindern. Das ist es. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devin zu stehlen. Wenn du es so dringend wieder haben willst, dann nimm's halt. Oh ja, wir haben Waren erhalten. Und tschüss. Und wir haben ein Peko da liegen lassen. Oh, Peko, bin ich froh, dass du unversehrt bei mir bist. Oh, Peko, verdankt ihr Leben. Man nennt mich Mr. Bragg. Bragg Obama. Oh, du bist also Peter. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendwelche Probleme hast, dann zöger nicht, mich anzuschreiben und wir... oder eine Sprachmemo zu starten und dann können wir über deine Probleme reden. Ich wohne bei dem kleinen Haus am Meer in der Nähe von Blütenburgwald. Komm, Peko, wir verpissen uns. Pia! Das hat Peko gesagt. Pia! Und hier kommen wir nicht weiter, weil... Genau, da sind Steine im Weg. In einer Höhle. Oder in einem Tunnel. Oh Gott. Da sieht man ja, das Pokémon, das hat große Ohren. Sehr lärmempfindlich. Da. So, Absorber sollte eine ziemlich stille Attacke sein. Hoffen wir, dass es keinen Aufruhr macht. Das macht echt keinen Aufruhr. Ich dachte, die Viecher können nur Aufruhr. Okay. Ein Kampf kommt noch. Nein! Oh Gott. So, der Typ ist weg. Dann chillen wir auch mal kurz hier rein. Hallo! Drei Typen, die gleich aussehen. Um ohne diesen Tunnel nach Wiesenflur zu kommen, muss man das Meer bei Forsthaven überqueren. Und dann muss man da einmal außen rum und hinüber und macht einfach den Tunnel frei. Tunnel, das waren schwere Maschinen und dann mussten wir Arbeit stoppen. Und da ja negativ auf die Pokémon auswirkt, die haben plötzlich Mutationen erlitten. Das ist ein Mann, der sich ganz alleine seinen Weg nach Wiesenflur gräbt. Er versucht verzweifelt durchzukommen. Er sagt, wenn er Schritt für Schritt ohne laute Maschinen gräbt, werden die Pokémon nicht gestört. Ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Das ist eine sehr noble Geste. So, hier können wir nicht durch, also ab durch die Hecke. Ab aufs Ninkada treten. Gut, ich glaube, ich habe in Metaflur eine VM ver... Ah ja, stimmt, du wolltest deine Waren. Oh, und wie sieht's aus? Die Waren... Oh Mann, du hast es geschafft, Mann. Ich bin wirklich... Du bist ein wirklich geiler Trainer, Mann. Der ist voll geil. Hier kriegst du einen Superball. So, bis zur nächsten Bedrängnis, wenn mich Team Aqua wieder hier
ausrauben will. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Komm einfach mit, Mann. Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Voll cool, ne? Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Das Paket und so. Bitte bring es zur Werft. Ne, und bitte gib's nicht den Dieben. Und ja, dann kriegst du wieder einen Superball, okay? Was ist denn los bei dem? Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Bitte komm mit. Oh mein Gott. Wir reden mit Mr. President, der zwei Tische hat. Bitte hier entlang. Wieso hat er... Ich bin Mr. Trump. Trump? Der Präsident? Von Amerika? Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unsere Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Das ist schon fast doppelt so viel. Du bist so außergewöhnlich, dass ich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in... Wieso weißt du, dass wir das Paket hinbringen wollen? Nein, wir müssen. Also dein Fuzzi hat uns... Was für Wollen? Das ist nicht freiwillig. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Forsthaven halt machen? Also nochmal so extra Arbeit. Und Troy einen Brief von mir überbringen? Dankeschön. Nun, du solltest wissen, dass ich ein sehr einflussreicher Präsident bin. Und deswegen kann ich einen Brief auch nicht per Post verschicken. Da würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Ich möchte dir das hier geben. Ein Pokénav. Dieses Gerät ist das Pokémon Navigator oder kurz Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Es ist halt die Karte von Wir kriegen ja jetzt die Karte. Du kannst ganz leicht rausfinden. Ich spuck mich hier selbst an. Du kannst ganz leicht rausfinden, wo du hin musst, um Sachen für uns zu machen. Und dann gibt's noch irgendwie zwei fiese Kriminelle. Magma und Aqua. Ja, ich glaube, die machen nur ihr Ärger. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du wieder auf den Weg gehst. Komm, ich heile deine Pokémon. So, das war meine Gegenleistung. Jetzt mach das Zeug für uns. Und Peter, sei vorsichtig und verpiss dich. Howdy ho. Das ist ja voll krass. Wenn man sich hier hinhockt, dann sieht man den Typen gar nicht. Und jetzt dürfen wir auch selbstständig den Weg noch ganz runterlaufen. Alter, seid ihr... Drecksäcke. Tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Also, ach, gleich Verfolger hier. Ich habe ein neues Zubehör entwickelt und es funktioniert großartig. Ich zeig dir mal kurz deinen Pokémon auf, den du gerade vor 3 Sekunden bekommen hast. Aha. Kurz mit Schraubenzieher auf und zugeklappt. Hier, bitteschön, Peter. Ich habe deinen Pokémon mit dem Trainerruf ausgetragen. Deine Freunde und andere Personen das Verzeichnis ein, dann kannst du mit denen reden. Ja, nee, wir wollen nicht reden. Was wähle Pokémon? Nein! Ach. Aha, Karte. Können wir nicht. Zustand? Können wir nicht. Trainer Roof? Devon. Oh, cool. Kämpfe 24. Was für Kämpfe? Ha, oh, Peter, da du mich erreicht hast, scheint das Pokémon auf zu funktionieren. Vielen Dank für den Anruf. Jetzt hau ab. Ha, ich stalk dich vom Fenster aus. Den ganzen Weg, den du jetzt läufst, den stalk ich vom Fenster aus. Ich habe extra 3 Ferngläser hintereinander. Okay. Cooles Teil. So, jetzt muss ich auch weiterarbeiten. Tschüss. Ich finde die Typen sonderbar. Ganz, was ganz Besonderes. Ich mag diese Skip-Taste. Also gut, wir müssen hier noch eine VM, glaube ich, finden. Oh. Oh. Hi. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, dieser Hintern, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Nein, warte. Sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Da, fass es an. Oh. Sie enthält Zerschneider. Ja, du kannst Sachen zerschneiden und mehrfach. Komischer Typ, aber ja. Das kann ja zum Glück unser VM-Sklave lernen. Mensch, hätten wir den nicht. Dann müsst ihr ja unser normales Pokémon herhalten. Und das geht ja mal gar nicht. So, was hast du? Gegengift. Vielen Dank. So, dann haben wir die VM. Ja, dann geht's ab nach... Oh, da ist... Oh. Ab nach Michael. Oh, hi Peter. Dein Pokémon besitzt die Trainerruffunktion. Wir tragen uns gegenseitig ein und bleiben so in Kontakt. Ruf mich doch mal an. Ach übrigens, ich habe Mr. Bragg im Blütenburgwald gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Zu seiner Residenz. Bragg Obama?
President Trump. Das sind hier keine Zufälle. Wie geht es mit deinem Pokédex-Brand? Meiner sieht schon ganz vollständig aus. Kleiner Kampf? Nö. Ach komm. Du bist gerade erst Trainer geworden, Peter. Ich werde nicht verlieren. Du hast doch schon mal verloren. Also, Mike, wir müssen anständig kämpfen, weil da waren gerade zwei kleine Kinder. Die gucken zu. Lutschwurz. Oh mein Gott, ich bemerke gerade, dass Perry das Schnabeltier in disguise. Heilige Scheiße. Was man so alles bemerkt. Oh. Perry das Tanky-Tier. Hey, aber das ist echt ein Misch aus Schnabeltier und Seeblüte. Seerose. Nein, scheiße, wie heißt denn das halt? Seeblatt? Seerose? Lotuswurzel? Ich habe keine Ahnung. Naja, der Teil ist tot. Das juckt mich nicht mehr. Und Flemly. Alter, seit wann ändert sich die Musik bei Trainerkämpfen? Die Musik hat sich gerade geändert, oder? Werde ich jetzt paranoid? Man weiß es nicht. Oh Mensch, haben wir ein Glück gehabt, dass Flemly noch nicht entwickelt hat. Das macht uns trotzdem alle. Chill doch! Was geht bei dem viel? Haben wir einen Supertrank? Tatsache. Das bringt aber nichts, wenn wir es jetzt sofort einsetzen. Wir müssen VM-Sklave in den Kampf schicken. Willi, okay. Alles gut. Oh mein Gott, das hat VM-Sklave getötet. Es ist nicht mehr zu stoppen. Gut, schicken wir mal Bert rein. Gerd. Mach mal Sandwirbel. Ja, genau, wegen so einer Scheiße. Pumpt sich auf, pumpt und pumpt und pumpt und pumpt und pumpt und pumpt und pumpt. Tja, keine Genauigkeit, kein Pumpen. Oh, und wir Ich bin schon froh, dass es zweimal verbrannt hat. Ein drittes Mal wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, Supertrank. RIP-Supertrank an der Stelle. Oh. Damit hätte ich rechnen müssen. Warte mal, dann machen wir nochmal. Ha! Du wirst nie wieder treffen. Friss! Sand! Staub! Körner! Zeug! Da geht noch was. Ha! Es trifft echt gar nichts mehr. Das ist wohl die mieseste Strategie. Das letzte gegnerische Pokémon zu blenden. Weil er kann ja nicht mehr austauschen. Ja, und dann passiert halt trotzdem sowas. Alles klar, Willi, mit der Sonnenbrille. Ruckzucki. Noch mehr. Ach, komm schon. Ich hätte den Trank gar nicht gebraucht. Mann, ich fühle mich wie so ein Trankverschwender. Ach du Schande. Alles zusammengeschrieben. Du bist besser, als ich gedacht habe. Kein Kommentar. Ach übrigens, ich habe Mr. Barack Obama im Blütenwald... Ja, das hast du auch gesehen. Das kannst du nicht wissen, aber der war Seefahrer und so. Okay, das war die Story-relevante Information. Ich kaufe mir jetzt noch ein paar Supertränke. Und heil meine Pokémon und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.